So, hier noch die Schubladen. Aber die hatten wir auch halt alle schon. Eine Büste und ein Schädel. Gott, ist das eine Luft hier drin. Man kann ja kaum atmen. Sehen schon gar nicht. So, mal nochmal hoch ins Atelier. Da konnten wir uns ja, als wir das letzte Mal hier rein durften, praktisch nicht umsehen. Aber wirklich viel gibt es hier auch, glaube ich, nicht zu sehen. Hm? Die linke von den beiden, das könnte auch glatt die Figur hier vom Bild sein. Sind aber insgesamt eigentlich recht schöne Bilder, die sie malt. Klar, alle was düster. Also vom Prinzip her. Ah, zweimal dasselbe Bild. Da wollte dann anscheinend der Entwickler doch mal etwas sparen. Das Kinderzimmer. The Wonderful Wizard of Oz. Na, da kann man nicht mehr runterspringen, aber jetzt kann man hier auch so hochgehen. Da muss man ja inzwischen dann auch nicht mehr irgendwelche Umwege nehmen. Ah, du hier? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Mary Colden hätte das nicht gewollt. Fuller wird dafür bezahlen. Zu wenig zu entscheiden. Trauer trübt ihr Urteilsvermögen. Die Art ihrer Beziehung. Wie gesagt, ich mag diese Antworten. Have no fear, Bradley. Dr. Fuller will not escape the clutches of destiny for long. Sooner or later, he will be judged for what he has done. You just need to have faith. What are you talking about? What's this story of destiny? No, I'm sorry. I'm not gonna wait for some mystical intervention. I'll take care of him. Myself. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Genau, Stimme der Vernunft. I prefer to be alone. Die Bücher stehen da so auffällig rum. Oh. Ah, da haben wir es doch. Ah, auch direkt das. This is the amulet that Drake was looking for. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es den Schlüssel von Relay. Er glaubt fest daran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt.
Ah, Okkultismusfortschritt 77. Ah, das nächste Traum war jetzt allein schon, dass ich das Ritual von ihr aufgedeckt habe. Sehr schön. Hat das Necronomicon ein eigenes Bewusstsein? Bei der Untersuchung der Villa der Hawkins kam Pierce mit einem Abglanz des verlorenen Buchs in Kontakt. Das Werk ist so machtvoll, dass selbst die Erinnerung daran dazu führt, dass er aktiv einen Teil seines Verstandes verliert. Pierce ist nicht der Einzige, der es gelesen hat. Auch Sarah Hawkins hat das Buch studiert. War jetzt aber immer noch stabil unser Verstand, oder? Psychotisch. Es gibt ein vergessenes Geheimnis, alt und schrecklich, das nur im blasphemischen Folianten oder bei vergessenen und geächteten Ritualen offenbart wird. Wir sind keine Kinder der Vorsehung. Du kennst die grausame und schreckliche Wahrheit und hast das beängstigende Antlitz der Realität gesehen. Moment, da kann ich doch nicht vor kurzem noch stabil gewesen sein. Ihr werdet sehen, ich werde es mir im Video dann auch nochmal angucken. Ob das nicht schon vorher jetzt von stabil weggegangen war. Und die reden kann ich nicht. So, und weg ging es hier lang. Na, dann bringen wir dem mal das Amulett. Aber gerade die Vision auch gerade spricht ja irgendwie dafür, dass ich noch das große Problem sein werde. Ah, it's you again. Ah, die habe ich nicht. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Ah, nochmal ein CP. Ah, da wartet sie schon. Eben noch die Punkte verteilen. Nee, nicht da. Nein. Oder? Nein. Ich mach weiter nach meinem alten Schema, ob das jetzt gut ist oder nicht. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Pierce! Chief West is here with Sullivan. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. Warum lässt er nicht die Polizisten sich um die Polizisten kümmern? I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. Ah, so ein bisschen arrogant. You bet I will. Polizeirevier Darkwater. Dank Algeron Drake hat Pierce das Amulett erhalten, das Sarah Hawkins gegen die Verlockung die bösen Mächte beschützen soll. Die Malerin sprach von ihrem Wunsch,
den Dimensionsschlurfer aufzuspüren und zu töten, um so für ihre Sünden zu büßen. Bevor Pierce sie aufhalten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. Und diesmal scheint der Ladebildschirm wieder so ewig lang zu sein. Wechselt hier aber auch sehr. Manche Ladebildschirme sind so kurz, da schaffe ich es kaum fertig zu lesen. Andere Ladebildschirme sind ein Drittel fertig, wenn ich davor gelesen habe. Bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Auch allein, wie viele Kapitel da noch kommen. Die ekelhaften weiß-schwarzen Fliesen. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Beleidigung? Wahrheit hat ihren Preis. Ich bin bereit zu kooperieren. Sie sind nicht in Position, mich zu belehren. Bin bereit zu kooperieren. Sache zumindest erstmal, weil der steckt garantiert auch irgendwo mit dem Kult unter einer Decke. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? Fall von Hawkins ist nicht abgeschlossen, das hat keinen Zweck. Ein fähiger Kult treibt sein Unwesen. There's a bunch of fanatics who are attacking this island's most ancient beliefs. I suppose these are the ones who desecrated the statue of St. Brendan. While I'm looking at a man who burned down a hospital. Influential people from your community are part of it, operating in the shadows. You got a real imagination, detective. There was a tunnel leading to their hideout under the Hawkins mansion, but it caved in. Oh, how very convenient. Right. Enough time wasted. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Naja, intensivere Verhörmethoden. Mr. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Who's there? Okay. Sollte ich vor dem großen Fisch Angst haben? I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge. Which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. Versuch zu sprechen, unterwerfen, wehren. Ja, sich gegen die Alten zu wehren hat nicht wirklich Sinn. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your
spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Okay. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Wissen annehmen, Wissen ausschlagen. Je nachdem, wer er wirklich ist, was er wirklich vorhat, kann das jetzt so oder so enden. Ich nehme es mal an. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt, aber ich nehme es mal an. Is she not the very object of your quest? I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. Okay, jetzt wieder. Eine andere Person? You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Ah, super. Drake ist natürlich einfach weitergerannt. Algernon, come back! So, ich gehe mal hier lang, was nicht der Weg sein dürfte. So. Vor allem, wer hat jetzt den Schlüssel? And the Shambler. Na, wer sind die beiden da vorne? No way back. Na, die beiden da vorne. Seine fand ich sah aus wie eine Frau, das wird dann wahrscheinlich Cat sein. Okay. Das hier finde ich sieht ja auch wieder eher. Das hier dieser Herzschlag, der wieder so andeutet, dass ein Viech hier in der Nähe ist. Hm, da liegt einer. How many are there? Wie viele sind es? Habe ich schon einen übersehen? Aber hier sollte sich der Schlurfer ja auch eigentlich nicht anschleichen können. So schön hell und übersichtlich, wie es hier ist. Ah, hier liegt wieder einer. Da liegt was Interessantes. Ah. Etwas Öl. So, jetzt mal die Treppe da hoch. Weg war er auf jeden Fall. Hey! You can't leave us! Sorry, old friend, but it's either you or me. No! What are you? No! Open! Open! Open up! Open this door! It's here.
Mit mir hat er damals nicht so lange gespielt. Was ist denn jetzt eigentlich dein Plan? Ah, das ist nur wieder Öl.